Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy und heute schauen wir uns an, was denn Amazon Instant Video so taugt, das heißt für wen das Ganze geeignet ist und was einem so geboten wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video, nach dem Intro geht's los. Amazon Prime Instant Video kostet momentan 7,99 € im Monat oder 49 € im Jahr, was umgerechnet etwa 4 € pro Monat sind. Berücksichtigt man aber dazu noch, dass man durch das Prime-Abo noch weitere Möglichkeiten wie den kostenlosen Versand auf Amazon oder den Zugriff auf die Kindle-Bücherbibliothek erhält, ergibt sich hier ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir nun aber speziell auf das Videoangebot zu sprechen. Filme und Serien sind super über die allgemeine Suchleiste von Amazon erreichbar. So kann man hier Filmtitel oder Schauspielernamen eingeben und schon schlägt Amazon dementsprechend präzise Videoinhalte aus dem Instant-Video-Programm heraus. Diese Integration gefällt mir sehr gut, doch hier fällt auch gleich ein Nachteil auf. Nicht alle auf Amazon verfügbaren Filme und Serien sind gleichzeitig auch im Programm von Instant Video verfügbar. So muss man viele aktuelle Blockbuster regulär kaufen oder leihen. Bei der Erreichbarkeit überzeugt Amazon hingegen. So kann der Service auf allen gängigen Spielekonsolen, iOS, dem PC, Android, Kindle Fire-Geräten und vielen Smart TVs gestreamt werden. Allgemein gefällt mir das Angebot auf Amazon Instant Video doch recht gut. Allerdings ist mir hierbei aufgefallen, dass es nur recht wenige Titel aus den Jahren 2013 und 2014 gibt. Auf aktuelle Filme muss man also verzichten können oder diese halt per Einzelabruf extra kaufen. Bei den bekannten Serien wie Breaking Bad oder Big Bang Theory ist das Angebot auf Instant Video allerdings sehr gut. Sobald die Serien allerdings etwas weniger bekannt werden, nimmt auch schnell die Auswahl ab. Die Videoqualität und die Ladezeiten fand ich persönlich gut, jedoch ist es nicht möglich, Filme oder Serien im Originalton zu hören. Amazon Prime Instant Video ist also insgesamt für diejenigen empfehlenswert, die oft auf Amazon bestellen, viel am Kindle lesen und dazu noch gerne Filme und Serien schauen wollen. Für diese Zielgruppe kann ich Amazon Prime Instant Video uneingeschränkt weiterempfehlen. Alle anderen sollten sich meiner Meinung nach erst durch den kostenlosen Probemonat versichern, ob der Service für sie etwas taugt. Den Link hierzu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ja, das war's jetzt von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Überblick geben, ob denn Amazon Instant Video etwas für euch taugt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich immer über Feedback in den Kommentaren und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.